Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der New Economy Shortcuts, der Reihe, in der wir versuchen, jeden Monat ein spannendes Thema aufzugreifen, kurz und knapp zu diskutieren mit Referenten, mit aktuellem Bezug. Und das gilt diesmal mehr als wahrscheinlich bei den meisten anderen, in dem Sinne, dass es um die Bundesbank, die künftige Rolle der Bundesbank, die künftige Strategie der Bundesbank geht, das, was sein könnte, sollte, müsste. Und das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der noch amtierende Bundesbankpräsident Jens Weidmann ja seinen Rückzug erklärt hat zum Jahresende und die jetzt neue Politik aufgerufen ist, einen Nachfolger zu bestimmen. Da sind viele Namen im Gespräch, kursieren Gerüchte, wahrscheinlich aber auch nicht mehr. Wir können ja später darauf nochmal zurückkommen. Damit verbunden mit der Personalentscheidung ist aber auch, was soll die Bundesbank künftig vertreten? Jens Weidmann hat sich sehr stark ja als der Vertreter des Stabilitätskurses im traditionellen deutschen Bundesbankverständnis verstanden und so zumindest präsentieren lassen in seiner in seiner Praxis im Zentralbankrat. Sprach das sicherlich nicht immer genau diesem Image, aber auch darüber können wir ja diskutieren. Das Ganze verbindet sich mit einer Reihe von Arbeiten, die in den letzten Monaten und Jahren sich entwickelt haben, die wir auch teilweise in Auftrag gegeben haben, Studien, die Adam Tooze, Moritz Scholarik und andere gemacht haben, unsere Partner von Transformative Response, die ein ganzes großes Projekt gemacht haben dazu, wie die Next Generation Central Banking aussehen könnte, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass anders als vielleicht in dem tradierten Modell Notenbanken doch immer häufiger damit konfrontiert sind, mit Finanzmarktstabilität oder Instabilität zu tun zu haben, mit Klima, großem Thema Klima zu tun zu haben, mit Ungleichheit konfrontiert zu werden, beziehungsweise damit, dass ihre Aktionen auch auf alle diese drei Gebiete sehr maßgeblichen Einfluss haben. Und die Frage ist, kann dann das Modell bestehen bleiben, wonach die Zentralbank sich aus all dem raus, komplett raushält und sich nur um die Preisstabilität kümmert oder jedenfalls in erster Linie als erstes Ziel. Und was heißt, dass sie die Wirtschaftspolitik ansonsten auch unterstützen soll, wie das bei der EZB ja vereinbart ist. Wir sind sehr froh, dass wir zwei brillante Beobachter in sehr unterschiedlicher Weise der Zentralbanken haben, mit Benjamin Braun, der am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln arbeitet und sich sehr profiliert hat, dadurch, dass er sehr grundlegend über die Rolle von Notenbanken, Geldpolitik gearbeitet hat, auch in dem Projekt von Transformative Response zusammen dazu beigetragen hat, da ein paar Ideen zu entwickeln, wie eine Next Generation aussehen könnte. Und Holger Schmieding, Berenberg, Chefvolkswirt und seit sehr, sehr langer Zeit Beobachter der Zentralbanken, geschätzter Beobachter der Geldpolitik, der Konjunktur und auch einer derjenigen, die in Deutschland jetzt nicht gang und gäbe sind, die auch sehr kritisch gegenüber der, sagen wir mal, tradierten Bundesbank Verständnis war, beziehungsweise die EZB, wie in einem kürzlich erschienenen Gastbeitrag, glaube im Handelsblatt, auch nochmal dagegen verteidigt hat, zumindest was die Inflationssorgen angeht. Und da, glaube ich, eine sehr spannende Marktsicht auch drauf hat. Das sind zwei unterschiedliche Sichten, die wir sehr produktiv finden und uns darauf freuen, ihre Meinung dazu zu hören, was jetzt die Bundesbank künftig machen sollte, in welche Weise sie da welche Rolle spielt und der neue Präsident dies tun sollte. Holger Schmieding, darf ich Sie bitten, uns Ihren kleinen Input zu geben und dann Benjamin Braun und dann können wir danach in die Diskussion gehen. Kleiner Hinweis noch, wir haben auch einiges Interesse außerhalb unserer Landesgrenzen. Von daher haben wir uns dazu entschieden, diese Diskussion simultan zu übersetzen. Also es gibt eine Übersetzung ins Englische, die Sie da konsultieren können. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und lassen Sie mich beginnen, damit ein hohes Loblied zunächst einmal auf die Bundesbank zu singen. Sie hat sich über Jahrzehnte viel Vertrauen erwirtschaftet und wirklich verdient.
in westdeutschen Zeiten, der Nachkriegszeit, worauf konnte man da eigentlich so stolz sein? Auf die deutsche Fußballnationalmannschaft, auf die D-Mark, die Bundesbank, viel anderes hatte man ja nicht an Stolz im Vergleich zu anderen Nationen. Ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht ist die Bundesbank eine der ganz großen deutschen Institutionen. Und das ist wichtig, weil sie sich über Jahrzehnte ein Grundvertrauen der deutschen Bevölkerung erarbeitet hat, konnte sie in der Praxis oftmals wesentlich pragmatischer handeln, als es ihrem Image entsprach. In gewissem Sinne, weil sie dieses Vertrauen genoss, dass sie grundsolide sei, kam sie damit durch, dass auch die deutsche Inflation typischerweise oftmals über 2% lag. Sie kam damit durch, dass sie, wenn es sein musste, auch mal immer wieder pragmatisch handelte. Es ist ja nicht so, als habe die Bundesbank nicht auch schon mal eine Anleihe gekauft. Es ist ja nicht so, als habe nicht die Bundesbank auch auf politischen Wunsch schon mal massiv den französischen Fonds unterstützt. Die Bundesbank hat keinen großen öffentlichen Rückschlag hinnehmen müssen, obwohl sie nahezu die Hälfte aller Fälle, seitdem sie ein Geldmengenziel hatte, ihr Geldmengenziel verfehlt hat. Das zeigt, dass wenn man sich ein Grundvertrauen erarbeitet hat, man das einsetzen kann, um auch Dinge zu erklären, in gewissem Sinne damit durchzukommen, die nicht immer exakt der reinen Lehre entsprechen. Interessanterweise, mit dem Übergang von der Bundesbank, vom D-Mark zum Euro, hat sich zunächst einmal sehr wenig geändert. Die Bundesbank war damit weniger in der Verantwortung, weit weniger als vorher. Man hat es aber eigentlich am Anfang kaum gemerkt. Mit Herrn Duisenberg war jemand an der Spitze der Europäischen Zentralbank, der im auch deutschen Sprachraum gut bekannt war, mit einer Reputation, er ist ja ähnlich wie ein Bundesbanker. Ottmar Issing, der geschätzte Chefvolkswirt der Bundesbank, wurde der geschätzte Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Ziel der EZB, sogar ihre Strategie, einschließlich der Erwähnung der Geldmenge M3, all das ähnelte doch sehr der Bundesbank. Ich muss sagen, das war schon etwas Besonderes, dieser ausgesprochen reibungslose Übergang, gerade auch aus Bundesbanksicht, aus deutscher Sicht, von der D-Mark zum Euro. Das, man könnte sagen, eine Leitinstitution, in gewissem Sinne geldpolitisch fast eine Art Hegemon, die Bundesbank, es so leicht gemacht hat, Europa von der D-Mark-Zone zum Euro überzugehen, würde ich sagen, ist ein großes historisches Verdienst. Aber es ist nun mal eine allgemeine Erfahrung. Wenn man nicht so ganz in der Verantwortung ist, fällt es leichter zu stänkern, als wenn man selbst in der Verantwortung voll ist. Und dies hat sich dann im Laufe der Zeit bei der Bundesbank, man könnte sagen, immer etwas stärker bemerkbar gemacht. Es ist ja auch politisch, nicht nur in der Geldpolitik, eine Erfahrung. In der Opposition ist es relativ leicht, auf der reinen Lehre zu bestehen und die Wirklichkeit daran zu messen. Wenn man selbst in der Verantwortung ist, ist es schwerer. Und so ist die Bundesbank in den letzten Jahren insgesamt, gerade auch, aber nicht nur, aber auch unter Weidmann, ich würde sagen, teilweise dieser Versuchung erlegen, dass sie eben sich mehr auf die reine Lehre zurückgezogen hat, auch in der öffentlichen Darstellung, als es wahrscheinlich den Umständen entsprochen hätte. Ich rechne es der Bundesbank weiterhin hoch an, dass sie in der Target-Debatte die Europäische Zentralbank eindeutig klar in Schutz genommen hat gegenüber so manchen etwas sehr merkwürdigen Anschuldigungen aus Deutschland. Aber sie hat es nicht in allen Bereichen gemacht. Sie hat zu wenig Verständnis geäußert dafür, dass in besonderen Zeiten besondere Mittel notwendig sind. Dass, wenn es brennt, die Feuerwehr ausrücken muss. Und dass halt in der Krise beim Brand dann auch mal mit Liquidität geflutet werden muss, um einen Brand zu löschen. Bei den Verhandlungen beim Bundesverfassungsgericht über die Anleihekäufe der EZB hätte ich mir beispielsweise gewünscht, wenn die Bundesbank mit ihrer Spitze in Karlsruhe eindeutig gesagt hätte, das, was die EZB macht, ist richtig. Punkt. In Klammern, man kann ja darüber streiten, ob es jetzt im Ausmaß unbedingt so oder so ist. Man kann immer streiten über Zinserhöhung, bisschen früher, bisschen später, über Details. Aber den
fundamentalen Punkt, was die EZB in einer Krisenzeit machen muss, ist erstens internationaler Standard, zweitens völlig richtig und drittens durch die Erkenntnisse der Geldtheorie mittlerweile voll gedeckt. Da hätte die Bundesbank schon klarer auftreten können, um es mal etwas gelinde zu sagen. Gerade in der, ich würde sagen, in der Amtszeit von Herrn Weidmann, nicht nur, aber auch gerade da, hat wohl der Einfluss der Bundesbank auf die Entscheidung in der Geldpolitik in Europa eher etwas nachgelassen. Eben weil auch Herr Weidmann sich etwas das Image erworben hatte, er sei nun halt eine relativ fundamentale Opposition. Aus der Tradition der Bundesbank gut verständlich. Aber ich erlebe es ja am Finanzmarkt. Ja? Wir machen uns ja immer Gedanken darüber, was passiert als nächstes bei der Geldpolitik. Und dann der eine oder andere Zentralbanker macht eine öffentliche Äußerung. Dann werden wir dann regelmäßig gefragt, heißt das jetzt was für das, was die EZB macht oder nicht? Und ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass die Äußerungen aus der Bundesbank zudem zur Geldpolitik vom Finanzmarkt etwas weniger wichtig genommen wurden, weil man sozusagen annahm, Herr Weidmann ist möglicherweise ja doch wieder die Opposition, die Minderheit. Ist also möglicherweise kein so großer Hinweis auf das, was die EZB wirklich macht. Insofern war es mein Eindruck, dass eigentlich die Bundesbank sich, man könnte sagen, durch ihr relativ hartes Auftreten in der Anfangszeit all dieser Krisenmaßnahmen, sich selbst etwas an Einfluss genommen hat auf die tatsächliche Debatte auch in der EZB. Dass in den letzten beiden Jahren meines Erachtens die Bundesbank sich bereits etwas gewandelt hat, dass sie immer mehr zur, man könnte sagen, sehr loyalen Opposition wurde in den Äußerungen aus der Bundesbank, kam wohl ein bisschen zu spät, um diesen Eindruck zu korrigieren, dass halt die Bundesbank weniger Einfluss hat auf die europäische Geldpolitik, als es eigentlich vielleicht gemessen an ihrer Erfahrung, ihrer Tradition sinnvoll wäre. Nun schauen wir nach vorne. Was ist die Aufgabe jetzt für eine neue Zentralbankpräsidentin oder Zentralbankpräsidenten bei uns? Ich würde sagen, im Wesentlichen geht es darum, die Brücke zu schlagen zwischen den Bundesbanktraditionen und ja, den Aufgaben der Zeit. Klimawandel beispielsweise, Finanzstabilität, das sichern. Und klar zu definieren, darüber nachzudenken, dass es eben in Sachen Finanzstabilität keine Randaufgabe der Geldpolitik ist, sondern Kern. Denn wie wird die Geldpolitik wirken, wenn der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik über die Finanzmärkte gestört ist? Also ein klareres Nachdenken über diese Bereiche, kein grundlegender Wandel, nichts, was dazu führen könnte, dass das Grundvertrauen gerade der deutschen Bevölkerung in die Bundesbank auch nur irgendwie angeschlagen werden könnte. Keine komplette Neuaufstellung, aber doch schon eine gewisse Akzentverschiebung, sowohl in dem, was die Bundesbank macht, als auch, würde ich sagen, noch mehr in der öffentlichen Rolle, die sie spielt. Was mich freuen würde, wäre halt, wenn die Bundesbank künftig stärker sich der Aufgabe bewusst ist, dass sie als Teil des europäischen Systems der Zentralbanken eben die Geldpolitik, die geldpolitischen Erfordernisse auch gerade der deutschen Öffentlichkeit erklären muss und im Zweifelsfall mal die Bedenken über Details dieser Strategie etwas zurückstellt oder vielleicht im kleineren Rahmen im Zentralbankrat diskutiert und nicht gleich immer groß in der Öffentlichkeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Schmieding. Benjamin Braun, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie können die Slides sehen. Ich werde ein paar zeigen. Ich möchte ja, einige Worte zum Hintergrund sagen, wie ich ihn sehe, diese Frage, wohin es geht mit der Bundesbank. Und wie Herr Schmieding werde ich auch einen kleinen Rückblick dabei machen. Die wichtigste Frage vielleicht zuerst, tritt Jens Weidmann ab, weil das Haus in Flammen steht? Er ist ja seit dem 1. Mai 2011 im Amt. Und hier kann ich alle beruhigen. Ich habe zwar auch keine Einsichten, noch weniger als manche anderen in dieser Veranstaltung, aber es ist doch relativ deutlich, dass nur zwei Vorgänge überhaupt länger als 10 Jahre im Amt waren.
Und insofern folgt Herr Weidmann hier scheinbar schlichtweg der langen Bundesbank-Tradition. Entwarnung also hier. Die zweite Frage ist, wie ist diese Frage der Nachfolge überhaupt einzuordnen? Sprechen wir von einer historischen Entscheidung oder über die Nachfolge in einer Bundesbehörde? Von vielen. Und hier würde ich sagen, das Ganze ist natürlich wichtig, sollte vielleicht aber auch nicht überbewertet und überdiskutiert werden. Die Zeiten, in denen solche Bücher geschrieben werden konnten, dieses hier von 1992 von David Marsh, The Bank That Rules Europe, die Zeiten sind vorbei. Denn, wie Herr Schmieding ja auch erwähnt hat, mit der Einführung des Euros kann davon eigentlich keine Rede mehr sein. Man muss hier schon einige Zeit suchen, um den Präsidenten der Bundesbank im Bild zu finden. Da ist er nur einer von vielen im Governing Council der EZB. Und dann ist aber natürlich dennoch die Frage, wie mein Vorredner ausgeführt hat, also der Einfluss des Repräsentanten, der Repräsentantin aus Deutschland ist natürlich variiert und variiert auch mit der Art und Weise, wie man sich bei der EZB dann positioniert. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nun, einige Worte zur Position der Bundesbank innerhalb, in der politischen Ökonomie des Wachstumsmodells, des deutschen Wachstumsmodells. Das ist ja ein Thema, mit dem sich das Forum New Economy eingängig beschäftigt hat in den letzten Jahren. Und hier ist es, denke ich, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass die Bundesbank seit Jahrzehnten eine Garantin für zwei Dinge war. Und diese zwei Dinge sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Also Garantin der Preisstabilität und aber auch und gleichzeitig Garantin des exportorientierten Wachstumsmodells, das ja basiert maßgeblich auf der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte auf dem Weltmarkt, die wiederum basiert auf dem realen effektiven Wechselkurs und insbesondere innerhalb der Eurozone, dann also sind die Lohnstückkosten ein ganz wichtiger Treiber dieser Wettbewerbsfähigkeit oder eine ganz wichtige Determinante. Ich verweise hier auf ein interessantes Papier meines Kollegen Martin Höbner, das er vor zwei Jahren veröffentlicht hat, The German Undervaluation Regime under Bretton Woods. Da geht es also darum, dass das die deutsche Tendenz, sozusagen die eigene Währung unterzubewerten, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu sein, eine sehr lange Tradition hat. Und Martin zeigt in diesem Papier auch, dass die Bundesbank ja seit Bretton Woods Zeiten eine sehr wichtige Rolle in diesem Undervaluation Regime gespielt hat. Die Bundesbank also als Garantin des Status Quo. Das ist in vielerlei Hinsicht, denke ich, die richtige Art und Weise, über die Rolle der Bundesbank in der politischen Ökonomie des deutschen Wachstumsmodells zu denken. Dann stellt sich aber im Hinblick auf die Zukunft die Frage, wie steht es um die soziale und ökologische Nachhaltigkeit dieses Status Quo? Wenn wir also über die Zukunft einer der wichtigsten Institutionen für die deutsche Wirtschaftspolitik reden, dann sollten wir auch über diese Frage reden, wie viel muss sich eigentlich ändern? Oder könnte alles beim Gleichen bleiben? Ich möchte ganz kurz vier Bilder zum exportorientierten Wachstumsmodell zeigen, die zwar vielen bekannt sein dürften, die aber, denke ich, dennoch wichtig sind, wenn wir darüber reden, sozusagen, da sich so viele Debatten zwischen Bundesbank und EZB und innerhalb der deutschen Öffentlichkeit rund um die Frage Inflation und Inflationsgefahr drehten und jetzt in den letzten Monaten mehr denn je, ist es wichtig, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was eigentlich während des letzten Vierteljahrhunderts geschah.
Hier ist der Außenhandelsüberschuss Deutschlands im Vergleich mit einigen wichtigen Handelspartnern. Und man sieht also, ja, dass der Außenhandelsüberschuss mit der Einführung des Euro nach oben schoss und seitdem einsam an der Spitze steht, zwischen 6 und 8% des BIP sich eingependelt hat. Also ein gigantischer Außenhandelsüberschuss. Hier die nominalen Lohnstückkosten seit 1995. Hier zeigt sich, dass Deutschland die wichtigsten anderen Handelspartner innerhalb der Eurozone weit unterboten hat. Natürlich war das Lohnniveau in Deutschland 1995 ein anderes als in manchen dieser Länder. Dennoch ist die Unterbewertung innerhalb dieser 25 Jahre doch relativ klar zu sehen. Und auch die Anpassung in den letzten Jahren hielt sich hier in Grenzen. Die gestrichelte Linie ist das Inflationsziel der EZB, also nahe an, aber knapp unter 2%, das vergangene Inflationsziel während dieser 25 Jahre. Und die deutschen Lohnstückkosten blieben hier also jahrelang weit darunter. Die verteilungspolitischen Auswirkungen dieses Wachstumsmodells sind inzwischen auch relativ gut bekannt. Dennoch hier noch einmal der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten, die also weniger als 2/3 des Medianlohns verdienen. Deutschland einsame Spitzenreiter hier in der Eurozone mit annähernd 1/4 an Niedriglohnbeschäftigten. Und dann hier der Anteil der unteren 50% am Gesamteinkommen, der also in Deutschland, hier wieder die schwarze Linie, sehr steil gefallen ist in diesen 25 Jahren. Also die beiden letzten Charts sind zusammen zu lesen. Das exportorientierte Wachstumsmodell, das also die Bundesbank mit ihrer eisernen Geldwertstabilitätspolitik maßgeblich unterstützt hat, vor der Einführung des Euro und seit der Einführung des Euro natürlich auch, seitdem, indem sie eine konservative Stimme im Governing Council der EZB war und indem sie ihre Autorität in wirtschaftspolitischen Fragen im Inland sozusagen zu diesem Zwecke eingesetzt hat, diskursiv, hat die Bundesbank beigetragen zu diesem Wachstumsmodell, das diesen Datenpunkten zufolge eine relativ reibungslos funktionierende Umverteilungsmaschine war. Insofern ist auch ein Zentralbanker, eine Zentralbankerin für ein geordnetes Rebalancing der deutschen Volkswirtschaft gesucht. Bei aller Wertschätzung sozusagen für die Tradition der Bundesbank hat sich hier doch in den letzten 25 Jahren einiges geändert. Auch wenn die Inflation innerhalb der letzten Monate erstmals vielleicht wieder andeutungsweise in Erscheinung tat. Letzte Frage, die sich dann noch stellt. Moment. Ist die zweite, der zweite Aspekt der Nachhaltigkeit. Es geht nicht nur um die soziale Nachhaltigkeit des Wachstumsmodells, sondern natürlich auch um die ökologische. Hier sind die Ausgabenbedarfe von 2021 bis 2030 für die Dekarbonisierung der deutschen Volkswirtschaft, berechnet vom Dezernat Zukunft, zusammengestellt vom Dezernat Zukunft, abgebildet. Die sind relativ hoch, befinden sich hier etwa, das ist eine konservative Schätzung, deutlich über 400 Milliarden Euro. Und es bleibt keine Zeit, jetzt hier im Detail drüber zu sprechen, aber wenn wir über Dekarbonisierung sprechen, über eine grüne Transformation der Wirtschaft, werden öffentliche Investitionen eine maßgebliche Rolle spielen müssen. Und vor diesem Hintergrund ist eine makrofinanzielle Architektur, die primär auf Preisstabilität ausgerichtet ist, primär im Sinne von alle anderen wirtschaftspolitischen Ziele unterordnend. Eine solche makrofinanzielle Architektur passt aus meiner Sicht nicht in eine Zeit, in die eine Ressourcenmobilisierung dieser Größenordnung erfordert. Und dabei geht es natürlich nicht nur um Deutschland, dabei geht es um die Eurozone als Ganzes,
die Europäische Union als Ganzes und natürlich auch um die globale Volkswirtschaft, wo zum Beispiel wo überraschenderweise auch die Bundesbank sozusagen mitspricht, wenn es um die Unterstützung für weniger entwickelte Länder geht. Wir können gleich noch darüber sprechen. Es gab Vorschläge für die Verteilung von SDRs durch den IWF, denen sich die Bundesbank zum Beispiel widersetzt. Also das Ganze manifestiert sich nicht nur im Governing Council der EZB, sondern durchaus auch in öffentlichen Debatten und ja, in der internationalen Wirtschaftsdiplomatie. Überall spielt die Bundesbank durchaus noch weiterhin eine bedeutende Rolle. Und deswegen denke ich, lautet das Fazit zusammengefasst, dass sich alles ändern muss, damit es bleiben kann, wie es ist. Und das war es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank, Benjamin Braun, für den Input. Herr Schmieding, meine Frage wäre, Sie sind ja viel auch in Großbritannien, wie ich weiß, viel auch lange Zeit dort gelebt. Was ist das der Unterschied, den es zwischen Bundesbank und Bank of England gibt, dass man diese Tradition hat? Also die Bank of England scheint ein ganz anderes Selbstverständnis zu haben. Hat sie eine ganz andere Rolle in der Öffentlichkeit und damit auch weniger sozusagen exponiert als die Stabilitätswächterin? Was ist der Unterschied? Zunächst einmal, die Bank of England ist ja eine Institution so alt wie kaum eine andere Institution im Finanzbereich in der Welt. Sie hat ihre ganz eigene Gravitas. Aber sie hat eben nicht dieses spezielle Image als Hüter der Stabilität, als völlig unabhängiger Hüter der Stabilität. Für die Bank of England ist ja die Unabhängigkeit wesentlich neuer. Und für die Bank of England ist auch in der Praxis wohl die Unabhängigkeit etwas begrenzter, da in Großbritannien der Finanzminister mit einem Vorschlag fürs Parlament die Unabhängigkeit der Zentralbank beenden könnte. Das wäre bei uns nicht so leicht möglich. Insofern ist wohl das Standing der Bank of England in der britischen Öffentlichkeit als eigenständige, unabhängige Institution mit dem ganz eigenen Schwerpunkt, wie bei uns Geldwert, Preisstabilität, längst nicht so ausgeprägt. In Großbritannien ist das öffentliche Verständnis, gerade auch in der City of London, dafür die Rolle der Bank of England in Sachen Finanzstabilität, Verhindern von Krisen, eigentlich ausgeprägter, als das bei uns in der Öffentlichkeit ist, obwohl man sagen muss, dass zu Beginn oder in der großen Immobilienkrise noch vor Lehman die Bank of England sich da mit ihrem damaligen Präsidenten ja blamiert hat, indem sie zunächst einmal so hart klang wie ein Bundesbanker und als es dann einen Run gab auf eine britische Bank, weil es eben keinen Kriseneinsatz gab, sich ganz schnell drehen musste. Aber das war die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das Image der Bank of England ist anders als das Image der Bundesbank. Würden Sie denn sagen, dass es, was die Herstellung von Finanzmarktstabilität angeht, da tatsächlich unter Notenbankern internationalen Konsens gibt? Und wenn ja, wie sieht der aus? Ich glaube, dass es mittlerweile einen Konsens gibt, der sich, sagen wir mal, im Laufe der Euro-Krise langsam herausgeschält hat. Weil schlicht und einfach die magischen Worte von Herrn Draghi tatsächlich auch nach deutscher Auffassung, auch nach Bundesbank-Auffassung, die Krise beendet haben. All die Dinge vorher, dass es letztlich nur darauf ankäme, den griechischen, italienischen, sonstigen Staatshaushalt zu reparieren und dann würden die Märkte das schon zu gutieren wissen. All das hat sich ja als nicht hinreichend herausgestellt. Sondern man braucht gerade in Krisenzeiten das entscheidende Signal, es gibt einen Lender of Last Resort. Es gibt das Sicherheitsnetz, keine Panik. Diese Erkenntnis hat sich langsam durchgesetzt, auch wohl stärker in, sagen wir mal, der Bundesbank. Nur hat sie dann, man könnte sagen, unter Weidmann eben etwas zu lange, etwas zu stark gegen die Instrumente opponiert, die man dafür halt nun braucht, wie Anleihekäufe. Es hat sich eigentlich in der Praxis jetzt erst gezeigt im März 2020, Corona, ein völlig neuer Schock.
praktisch ohne großen Widerstand, ja, wurde dann in kürzester Zeit, auch von der EZB, unter fast allgemeinem Applaus etwas beschlossen, was es vorher nicht gegeben hatte. Einen derartig massiven Eingriff. Ich glaube, da haben wir gesehen bei Corona, zum Glück könnte man sagen, weil es wirklich weltweit wichtig war, dass die Zentralbanken jetzt eigentlich alle zusammen, was immer die kleinen Unterschiede hier sein mögen, wissen, wenn es darauf ankommt, sind wir die letzte Feuerwehr. Und da geht es dann nicht darum, irgendeine Bank zu retten, da geht es darum, die Arbeitsplätze zu retten, aller Bürger oder sehr vieler Bürger. Benjamin Braun, mal bei der, zunächst bei der Finanzmarktstabilität als dem ersten kritischen Thema zu bleiben. Ich glaube, das ist auch Teil der Arbeiten gewesen, die Sie gemacht haben, auch mit Transformative Response zusammen, das Konzept. Ist das, würden Sie dem zustimmen? Ist das sozusagen die natürliche Aufgabe der Zentralbank? Gibt es da auch Limits? Weil es ist ja auch immer wieder angreifbar, was sozusagen die politische Dimension angeht, was die Vermischung von Geld und Fiskalpolitik angeht und so weiter. Wie ist Ihre Position dazu? Zur Finanzmarktstabilisierung in erster Linie? Ja. Ja. Ja, also grundsätzlich konnte man seit der globalen Finanzkrise so eine Art Wiederholung dessen beobachten, was sich in der Geldpolitik ein paar Jahrzehnte vorher so institutionalisiert hat, nämlich eine Delegation, der Versuch der Delegation von politischer Macht an diese unabhängigen oder unabhängig gemachten Institutionen, die Zentralbanken. Ja, also Geldpolitik wurde seit den 80ern und verstärkt seit den 90ern in vielen Ländern, nach dem deutschen Vorbild nicht zuletzt, an unabhängige Zentralbanken delegiert und die Regierungen haben sich zurückgezogen aus diesem Bereich, sozusagen diese Macht absichtlich abgegeben, weil das natürlich, man versprach sich davon gewisse Vorteile, es gibt das Zeitinkonsistenzproblem bei der Geldpolitik und so weiter, dass Regierungen also immer versucht sein werden, kurzfristig Inflation zu schaffen oder beziehungsweise Wachstum und dann dadurch aber Inflation, um wieder gewählt zu werden und so weiter. Nun ist die Idee, also dass ja zunehmend wurden Zentralbanken auch mit der Finanzmarktaufsicht betraut und sogar mit makroprudentieller Regulierungsmacht. Und es lässt sich aber durchaus beobachten, dass sozusagen die die Politik lässt sich aus diesem Bereich nicht verbannen. Ja, also es ist immer schwierig, auf die Bremse zu treten. Ob das nun durch Geldpolitik ist oder durch makroprudentielle Politik oder eben durch Finanzmarktregulierungen, die darauf ausgerichtet sind, zum Beispiel den Häusermarkt, die Preisentwicklung am Häusermarkt zu bremsen und so weiter. Und vor dem Hintergrund sehe ich so grundsätzlich ein gewisses, sozusagen sehe ich die Grenzen der Delegation in diesem Bereich. Ja. Delegation funktioniert gut, wenn alles in scheinbar ruhigen Bahnen verläuft und also es keine großen Herausforderungen zu meistern gibt und Inflation und Wachstum irgendwie gleichmäßig vor sich hin plätschern. Wenn dem aber nicht so ist, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wer exponiert sich und mit welcher Legitimation? Und je mehr Zentralbanken sozusagen unabhängig all dies regeln sollen, desto mehr stellt sich die Frage ihrer Legitimation für politisch umstrittene Maßnahmen. Herr Schmieding, ist das nicht in dem Sinne auch eine berechtigte Kritik oder eine Sorge von der sozusagen traditionellen Bundesbanklinie ausgehend, zu sagen, da hat aber, auch wenn es eine berechtigte Feuerwehrfunktion ist, auf die Dauer die Notenbank doch einen sehr massiven Einfluss auf sehr relevante Dinge, Finanzmarktstabilität, über den Finanzmarkt vielleicht auch die diskutierte, der Einfluss auf Aktienblasen oder zumindest eine Verstärkung des Aktienvermögens. Das heißt, man kommt in Bereiche, die jetzt außerhalb, die Notenbank möglicherweise doch überfordern, weil sie doch nicht mehr einfach nur damit zu tun haben, Preisstabilität zu garantieren. Gibt es da nicht die Notwendigkeit, da tatsächlich stärker darauf zu achten, wie auch immer die Antwort ist?
Ein Teil der Antwort ist natürlich, dass je mehr die Notenbanken von der ganz klassischen normalen Geldpolitik weggehen und weggehen müssen, desto größer sind die Fragen, ob ihre völlige Unabhängigkeit, ihre weitgehende Unabhängigkeit berechtigt, gerechtfertigt noch ist. Finanzmarktstabilität gehört nun, weil es den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik letztlich sichern soll, gehört es, ich würde sagen, zum Kernbereich dessen, was eine Zentralbank machen muss. Aber da muss man dann auch genau unterscheiden. Ja? Die Notenbank muss, damit sie im Krisenfall eingreifen kann, gezielt richtig eingreifen kann, in dem Marktsegment, wo es hakt, muss sie gut Bescheid wissen über das, was im Finanzmarkt passiert, was in den Finanzinstitutionen passiert. In dem Sinne passt es, dass sie Teil der Bankenaufsicht, der Finanzmarktaufsicht ist. Aber das ist eigentlich mehr eine Funktion, Bescheid zu wissen und gedanklich immer mal wieder durchzuspielen, was wäre, wenn, ja, wie müssten wir eingreifen, wenn es da Störungen gäbe, als dass sie selbst, sagen wir mal, bei der Regulierung, bei dem Ausmaß der Regulierung, der Richtung der Regulierung an einer entscheidenden Stelle sitzt. Das sind dann schon, egal wie wir dazu stehen im Einzelfall, Fragen, die in die allgemeinere politische Diskussion gehören. Also es macht schon Sinn, dass die Notenbank nicht der einzige Finanzmarktregulierer sind und ich würde eben ihre Rolle in diesem Bereich beschränken auf das, was sinnvoll ist, um letztlich den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik auch unter außergewöhnlichen Umständen, Corona, Eurokrise, Lehman-Krise, sichern zu können. Und das gilt auch für andere Bereiche. Die Hauptaufgabe der Notenbank ist nun mal, sie ist der Monopolanbieter von Geld. Ja? Ihr Wichtigstes ist, uns ein vernünftiges Produkt, Geld, zur Verfügung zu stellen. Da würde ich sagen, das ist einfach primär. Dazu gehört primär die Geldstabilität. Aber dann sind wir beim Maastricht-Vertrag. Ich glaube, der ist da genau richtig. Unter der Maßgabe, dass das gewährleistet ist. Und da kann man immer über 0,1, 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte im gewissen Sinne reden. Ja? Unter der Maßgabe, dass das gewährleistet ist, ist natürlich die Notenbank verpflichtet und sollte es auch sein, auf die allgemeinen Umstände, die Prioritäten der Wirtschaftspolitik zu achten. Und dann im Rahmen ihrer Instrumente unter dem Primat der Preisstabilität dann eben auch beispielsweise bei Klimaschutz, bei anderen Dingen in die Richtung, die Instrumente einzusetzen, sie so einzurichten, dass es halt gut passt zur allgemeinen Richtung und nicht nur neutral ist, sondern eben darauf angemessen. Herr Braun, wie würden Sie das definieren? Sie haben ja eben gesagt, das primäre Mandat ist dann schwierig. Lässt sich denn das, was jetzt über die Finanzmarktstabilität hinausgeht, vor allem auch das Klimathema, innerhalb dieser Mandatsetzung umsetzen, Ihrer Meinung nach? Ja, schwierige Frage. Da sind wir natürlich dann auch, also bei der EZB selbst. Und die EZB hat ein sekundäres Mandat. Sie soll die allgemeine Wirtschaftspolitik der Europäischen Union bzw. der Eurozone unterstützen und die umfasst natürlich inzwischen ja, relativ zentral Klimapolitik, die Erreichung des Pariser Ziels oder wie auch immer, Dekarbonisierung der Wirtschaft. Und ja, die Hierarchisierung dieser Ziele ist relativ klar. Ja, also zunächst kommt das Preisstabilitätsziel und dann das sekundäre Mandat. So war das bisher immer argumentiert. Ich denke, da ist relativ viel rein juristisch Flexibilität drin. Allerdings ist das nichts, was die EZB selbst entscheiden kann und ist auch nichts, was die Bundesbank selbst entscheiden kann. Und hier denke ich, dass ja, die Politik sich daran gewöhnen sollte oder muss, in diesem Bereich sich viel stärker einzubringen und eine gewisse Politisierung dieser Debatten darum, sozusagen, was steckt in diesem sekundären Mandat drin, wie verhält es sich zum primären Mandat, wozu wollen wir die sehr große und umfassende Macht dieser Zentralbanken einsetzen als Gesellschaft? Diese Debatte kann
in der nächsten Runde nicht mehr allein innerhalb des Eurosystems stattfinden. Die EZB hat jetzt ein großes Review ihrer Strategie gemacht, dazu eine ganze Menge Papiere veröffentlicht und das ist auch ein sehr guter erster Schritt. Aber ich denke, fast 30 Jahren nach dem Maastrichter Vertrag sollten diese Dinge auch in einer breiteren Öffentlichkeit, sogar in Parlamenten und so weiter, verhandelt werden. Und gerade für unsere neue Regierung wäre es, denke ich, sinnvoll, diese Idee langsam zu verabschieden, dass sozusagen Geldpolitik etwas ist oder die Rolle der Zentralbank etwas ist, worüber im besten Falle die Zentralbanker alleine entscheiden und im schlimmsten Falle die Gerichte noch mitentscheiden. Also das ist ein ganz merkwürdiges Verständnis aus meiner Sicht. Und die Zeiten sind fundamental verändert im Vergleich zu den Zeiten, in denen der Maastrichter Vertrag ausgehandelt und formuliert wurde. Kein Mensch hat sich damals Gedanken gemacht über Klimaerwärmung und Finanzialisierung und all sowas. Herr Schmieding, was nochmal auf die jetzt konkrete Frage der Bundesbank und neue Führung der Bundesbank zu kommen. Wie Sie haben ja eben beschrieben, ne, inwieweit die Haltung von Jens Weidmann da auch sehr tückisch war und die Bundesbank sozusagen in ihrer Rolle reduziert hat. Wie würden Sie das umgekehrt, die Chance beschreiben, sozusagen, wenn man vor Augen auch hat, dass natürlich Jens Weidmann gleichzeitig sozusagen so ein bisschen den Blitzableiter auch gespielt hat für eine sehr deutsche Diskussion. Wenn man sich überlegt, Sie sind sicherlich jetzt da nicht der typische Fall des Finanzmarktbeobachters aus deutscher Sicht, wenn man in Frankfurt sich bewegt, wird Herr Weidmann ja in vielen, sagen wir mal, bei vielen Empfängen sehr viel Zustimmung für das bekommen, was er gemacht hat. Und man sieht auf der anderen Seite, es gab kürzlich sehr, sehr böse Kampagne, es gibt eine sehr böse Kampagne der Bild-Zeitung, unter anderem gegen Isabel Schnabel. Wie würden Sie das sozusagen, das ist ein bisschen eine politische Frage, natürlich auch einschätzen? Was sollte der neue Bundesbankpräsident idealerweise dann für eine Rolle spielen in diesem Kontext? Zunächst einmal noch kurz zur vorangegangenen Debatte. Ich denke, dass eigentlich der Maastricht-Vertrag mit diesem primären Ziel Geldwertstabilität und dann der Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik genau das sagt, was wir brauchen. Es geht ja darum, dass wir ohne an der Geldwertstabilität größere Abstriche machen müssen, dass wir im Rahmen dessen uns tatsächlich als Gesellschaften auf neue Dinge orientieren, wie Klimaschutz, was eben ja im Rahmen dessen, was die EZB macht, beispielsweise Anleihepolitik, Anleihekaufpolitik, ja eben durchaus möglich ist von ihrem Gesichtspunkt aus. Nun zur Rolle eines künftigen Bundesbankpräsidenten oder einer künftigen Bundesbankpräsidentin. Ich glaube, die zentrale Rolle ist es, nicht Beifall zu bekommen in deutschen Finanzkreisen oder gerade, sagen wir mal, bei einer Versammlung deutscher Volkswirte. Das wäre immer sehr gut, ist aber nicht das Zentrale. Das Zentrale ist, glaube ich, sich bewusst zu werden, dass die Bundesbank als Teil des Eurosystems, letztlich als Teil der EZB, eben darauf achten sollte, dass sie als Teamplayer wahrgenommen wird. Dass sie eben mit deutschen Akzenten die gemeinsame Politik der EZB erklärt. Ich glaube ja auch, dass bei einer anderen Wahrnehmung, es geht jetzt wirklich gar nicht um die Wahrnehmung vielfach, die Wahrnehmung ist nun mal so, dass vor allen Dingen nach der Anfangszeit von Herrn Weidmann, vor Corona beispielsweise, die deutsche Position oftmals härter rauskam, als sie eben eigentlich der Tradition der Bundesbank, wenn sie selbst handeln musste, entsprach. Und als sie dann letztlich eben auch, glaube ich, dem gelegentlichen Abstimmungsverhalten entsprach. Es ist eine gewisse Kluft entstanden zwischen der echten Bundesbanktradition, nämlich Vertrauen einzusetzen für das, was gemacht werden muss, Preise stabil halten dabei, aber eben auch handeln, und dem, wie sie wahrgenommen wurde. Und das zu überbrücken, ist für mich die wesentliche Aufgabe. Also, ich wäre an der Bundesbankspitze für eine Person, die geeignet ist, das Vertrauen der Bevölkerung, das in die Bundesbank gesetzt ist, voll zu bewahren, die aber gleichzeitig, teils weil sie neu ist, die Person, teils eben auch, weil sie entsprechend so ist, in der Lage ist, dieses Vertrauen dann einzusetzen, um die gemeinsame EZB-Politik, die ja
in der Wirtschaftswissenschaft, könnte man sagen, auf einem fast internationalen Konsens beruht. Ja? Um das eben auch auf Deutsch, in der deutschen Öffentlichkeit zu nahe zu bringen. Das wäre für mich die Idealbesetzung. Eben diese Brücke, dann können wir auch leichter neue Akzente setzen, wenn sozusagen die Verankerung, der traditionelle Teil, wo die Brücke losgeht, entsprechend wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, dann können wir leichter neue Akzente setzen, als wenn man versuchen würde, an der Bundesbankspitze jetzt eine Person draufzusetzen, die eben zu sehr gesehen wird von Anfang an, als der Versuch, jetzt zu viel zu ändern. Denn dann könnte die Brücke nicht mehr funktionieren, wenn halt der Ausgangspunkt der Brücke nicht mehr als stark genug wahrgenommen wird. Idealerweise sollte der natürlich in dem Sinne, wie Sie es eben beschrieben haben, die Glaubwürdigkeit haben und dann sehr aktiv mitarbeiten, weil das wäre ja das Ideale, dass man das Gefühl bekommen würde in Deutschland, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man sozusagen an diesen Grundmanifesten, den vermeintlichen, rüttelt. Genau das, es kommt auch hier in der Kommunikation ja oftmals darauf an, nicht nur auf das, was der Inhalt ist, sondern auch sozusagen, wie es verpackt wird, ob es verpackt wird, erklärt wird auf eine Art, die klar macht, dass der Inhalt nicht so revolutionär ist. Oder ob es eben wahrgenommen wird als Bruch. Eine Wahrnehmung als Bruch wäre falsch, aber doch eine gewisse Akzentverschiebung, auch Anerkennen, klareres Anerkennen der Realität. Die ist normal. In einer Krise braucht man Kriseninstrumente und die ist normal. Klimawandel ist wichtig, müssen wir was gegen tun. Das wäre halt hilfreich. Herr Braun, Sie hatten eben, und dann gibt es ein paar Fragen aus dem Chat, gesagt, dass es wichtig wäre, dass man dann in diesem breiteren Verständnis der Geldpolitik dann auch, ich sag mal, so eine Art demokratischer Legitimation stärker damit reinbringt, beziehungsweise auch das, die großen Fragen, die dann anstehen, eben auch politischer diskutiert und nicht nur im Zentralbankrat. Gibt es denn dafür Modelle? Wie soll das aussehen? Wer soll da auf welche Art mitdiskutieren? Muss der also in der EZB ist ja immerhin der Präsident, die Präsidentin mittlerweile, oder seit dem Maastricht-Vertrag, aufgerufen, regelmäßig vor das Europaparlament zu gehen. Das gab es bei der Bundesbank damals früher gar nicht, gibt es auch heute nicht in Normalzeiten. Was sind so die Modelle? Gibt es da Ideen, wie man das besser machen kann? Ja, also die erste Sache, die man da sagen kann, ist, dass diese Frage sozusagen der politischen Wiedereinbettung womöglich der Zentralbanken auf zwei Ebenen erfolgt. Einmal sozusagen hinter geschlossenen Türen. ZentralbankerInnen und PolitikerInnen sprechen miteinander. Das findet sozusagen offiziell eigentlich nicht statt mit einer unabhängigen Zentralbank, findet aber de facto natürlich ständig statt. Also ich habe mir zum Beispiel mit Co-Autoren in einem Forschungsprojekt angeguckt, wie die Europäische Zentralbank sich seit 1999 für strukturelle Reformen, Arbeitsmarktreformen in erster Linie eingesetzt hat in den Mitgliedstaaten. Und das hat sie immer sowohl durch öffentliche Kommunikation getan, als auch durch Kommunikation und Beratung in der Eurogruppe und im Rat, also unter den Finanzministern der Eurozone, hat die EZB sich immer sehr stark dafür eingesetzt. Es findet also diese Art von Kommunikation natürlich durchaus immer statt. Allerdings so eben aufgrund der Norm der Zentralbankunabhängigkeit mehr oder weniger im Verborgenen. Das halte ich für eine zunehmend schlechte Idee. Natürlich gibt es immer Themen, die hinter geschlossenen Themen verhandelt werden müssen, wenn es um Swaplines nach einer Finanzkrise geht, natürlich. Das müssen wir vielleicht nicht lange öffentlich diskutieren, weil dann auch keine Zeit ist. Aber bei großen Fragen mit distributiven Konsequenzen ist das wichtig. Und die andere Sache, die Sie angesprochen haben, der Dialog, der monetäre Dialog im Europäischen Parlament, war bisher relativ zahnlos. Das lässt sich ohne weitere Probleme so gestalten, dass die Accountability-Funktion des Parlaments hier an Effektivität gewinnt. Da können wir jetzt nicht in die Details gehen, aber grundsätzlich sozusagen
dem Parlament hier mehr Instrumente an die Hand zu geben und den Dialog zum Beispiel thematisch zu organisieren und nicht so, dass jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete ihre Frage stellt und dann bewegt sich die Diskussion weiter. Also nur so ein zufälliges Frage-Antwort-Spiel, das lässt sich zum Beispiel nach Themen organisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die FED wird deutlich mehr gegrillt im Kongress als Christine Lagarde im Europäischen Parlament. Okay. Wir haben ein paar Fragen im Chat, da würde ich die ein oder andere rausholen. Zum einen vielleicht der Schmieding oder an beide auch. Da geht es um die Frage der Stranded Assets. Ein Stichwort, was ja auftaucht, wenn es um die Frage geht, Klimapolitik einbinden oder nicht. Das heißt sozusagen der Versuch, argumentativ zu sagen, das ist etwas, was Politik unmittelbar interessiert. Kann die Bundesbank alleine da agieren? Frage von Diego Pedrazelaos. Oder ist das ohnehin etwas, was dann nur operationell die EZB macht? Ich denke, das ist etwas, was operationell die EZB machen sollte und insgesamt die EZB machen sollte. Da würde ich keinen großen Sinn sehen, dass wir da auf deutscher Ebene, Bundesbankebene etwas Eigenes versuchen. Ist ein wichtiges Thema, darüber zu diskutieren, aber für mich eher auf dem, wo wir haben ja so eine gemeinsame Zentralbank, wo wir wirklich dann auch die gemeinsamen Dinge machen sollten. Es gibt natürlich manchmal Unterschiede im Finanzmarkt, da gibt es dann deutsche Besonderheiten bei Pfandbriefen und. Da kann man dann bei manchen Teilen immer mal denken, das ist dann vielleicht etwas für die untere Ebene der Bundesbank in diesen Dingen. Aber ich glaube, bei der Frage, die Sie angesprochen haben, eher europäische Ebene. Mhm. Marc Beckmann fragt, wie würden Sie die zukünftige Rolle der Bundesbank in der Erklärung der europäischen Geldpolitik gegenüber Bundesverfassungsgericht und deutschen Abgeordneten einschätzen? Ich hoffe, dass sich das eben etwas bessert, weil tatsächlich die Rolle der Bundesbank bei den Verhandlungen vom Verfassungsgericht über die Anleihekäufe der EZB meines Erachtens nicht optimal wäre. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo man all seine Bedenken, die ja letztlich dann doch teilweise nur im Detail waren, wo man diese Bedenken, wann setzt man sowas ein? Dass man die dann auch zurückstellt und zunächst einmal eben ganz klar macht, der große Punkt ist, in einer Krise muss man sowas machen. Es ist damit legal und legitim. Und dann wesentlich niedriger hängt die Frage, ob wir jetzt der Meinung waren als Bundesbank, dass man unter exakt diesen Umständen genau exakt dieses hätte machen müssen. Also das ist meines Erachtens dort vom Verfassungsgericht und in der Berichterstattung drüber, sagen wir es mal so, nicht rübergekommen. Und ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn, das knüpft dann etwas an, wo ich mit Herrn Braun auch übereinstimme, die Bundesbank durchaus eine aktivere Rolle spielt, auch im Parlament, um gemeinsam mal mit der EZB oder auch unabhängig zusätzlich zur EZB zu erklären, die Geldpolitik und all die Fragen, die damit zusammenhängen. Eine aktive Rolle in der Kommunikation wäre meines Erachtens sinnvoll. Mhm. Herr Braun dazu, oder also was jetzt auch das sozusagen erweitert zum Thema Bundesverfassungsgericht angeht. Gibt es eigentlich eine Klage, die gerade noch anhängig ist wieder? Wahrscheinlich, ja. Normalerweise ist immer eine anhängig. Davon würde ich auch ausgehen, aber tatsächlich verfolge ich das nicht so sehr en Detail, zumindest nicht mehr. Aber ja, also was dazu zu sagen ist, das ist das Beispiel dafür, wie Politik weiterhin in diesem Bereich ausgefochten wird, aber eben ja, aufgrund der Norm und der Depolitisierung hat sich dieser politische Konflikt, in Deutschland zumindest, sozusagen auf die Ebene der Justiz verlagert. Und wenn man sich da mal anguckt, wer da mit wem streitet, dann ist das nicht der gesamte Teil des politischen Spektrums, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da streiten sich konservativ und vielleicht ultrakonservativ. Wenn man sich anguckt, wer die Klagen bringt, die Gutachten finanziert und so weiter. Das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie also der gesellschaftliche Diskurs um dieses Thema leidet, da durch diese Engführung und durch diese Verbannung dieser politischen Fragen
in den Bereich, ja, Verfassungsgerichtsbarkeit letztlich. Herr Schmieding, es gibt eine Frage im Chat, ich versuche sie mal ein bisschen zu resümieren, weil es etwas länger ist, und nochmal auf die vielleicht gar nicht so unwichtige Frage zurückzukommen, warum ist eigentlich Jens Weidmann zurückgetreten? Oder tritt er jetzt zurück? Benjamin Braun, Sie haben eben darauf hingewiesen, dass das eigentlich nicht unüblich ist nach zwei Mandaten. Trotzdem fällt das ja jetzt doch sehr bemerkenswert in eine Zeit, also gerade in die Zeit, kurz nachdem klar war, dass die CDU nicht mehr Regierungspartei sein wird. War das Zufall? Hat er wirklich aufgegeben, wie sozusagen die etwas weinerliche Interpretation der einen oder anderen in Deutschland ist, weil er sich nicht durchsetzen konnte, der gute Herr Weidmann? Oder hat er vielleicht eingesehen, dass er so den Anschluss nicht mehr findet zur herrschenden modernen Lehre, dass er dann gesagt hat, gut, dann lasse ich das mal andere weitermachen? Wie ist Ihre Deutung? Also kann ich nun nichts Wesentliches beitragen zur Diskussion. Da kann ich nur wirklich auch von außen sagen, da möchte ich nicht irgendwelche Dinge, sei es Gerüchte oder anderes, weitergeben, die man nicht öffentlich bestätigen könnte, weil ich es schlichtweg nicht wirklich wissen würde, letztlich. Also da halte ich mich sehr zurück. Was ich eben interpretiere oder sehe, ist zum einen, dass Herr Weidmann, und dafür ist ihm zu danken, wenn er sich dazu entschlossen hat, er es aus dem Bundestagswahlkampf herausgehalten hat. Das halte ich für eine sehr wichtige Sache. So ein Schritt hätte ja auch zu einem anderen Zeitpunkt eine andere Diskussion oder eine größere Diskussion beflügeln könnte. Und zum anderen, dass er eben auch im Dezember noch dabei ist, wo jetzt über die Zukunft des Krisenprogramms gesprochen wird. Er war dabei bei der Formulierung der Strategie, ein wichtiger Beitrag. Da hat er ja sicherlich auch einiges mit zu beigetragen zur Diskussion. Da war er dabei. Jetzt beim Umsetzen ist er zumindest bei einer wesentlichen Entscheidung des Umsetzens noch dabei. Insofern würde ich sagen, ist der Zeitpunkt nicht schlecht gewählt. Aber ob das irgendwas mit den wirklichen Motiven zu tun hat, liegt nicht an mir, letztlich was dazu sagen zu können. Es kommt ja noch ein Faktor hinzu. Er tritt genau in dem Moment zurück, wo jetzt über Wochen eine, um es vorsichtig auszudrücken, Sorge vor der Inflation in Deutschland kursiert, die Sie in dem Sinne, wie sie kursiert, nicht teilen, wie ich weiß, Herr Schmieding, ja. Aber trotzdem ja auch bemerkenswert ist. Also das soll das jetzt sozusagen ein Heroentum sein, zu sagen, ich gebe auf, die Inflation ist so hoch oder wie auch immer. Das wäre natürlich eine traurige Interpretation, jetzt wie es sich so herausstellt. Man kann aber auch so sagen, so wie es jetzt eben ist, wird ein Nachfolger, eine Nachfolgerin vermutlich die Chance haben, zunächst einmal über ein Jahr lang ab Januar sagen zu können, schaut mal, es stimmt ja, die Inflation von da 5-6% war der Ausrutscher, es geht runter. Da kann man sich immer noch darüber unterhalten, wie weit runter es für wie lange dann geht. Hm. Okay, die liegt natürlich dann nahe, die etwas böse Bemerkung, dann wollte Jens Weidmann in dieser Phase nicht mehr da sein, um erklären zu müssen, dass die Inflation doch nicht so schlimm ist. Zum Abschluss die natürlich ganz wichtige Frage, auch dürfen Sie wie auch immer ernst beantworten, wer wäre Ihr Wunschkandidat für die Bundesbankspitze und wer wird es wahrscheinlich? Das ist eine schwere Frage. Ich habe eine ganze Reihe von Kandidaten, die ich für geeignet halte. Dazu gehört sicherlich Isabel Schnabel, da gehört Joachim Nagel, da gehört auch der Herr von Weizsäcker dazu. Ich würde sagen, auch Herr Kukies. Wir haben eine ganze Reihe, dazu gehören vielleicht auch der ein oder andere aus dem jetzigen Bundesbankvorstand, einige Namen. Also wir haben, glaube ich, eine größere Liste von Kandidaten, die dem entsprechen wird, die dem entsprechen könnte. Und Favorit, ja, die erstgenannten Namen werden öfter erwähnt als die anderen Namen. Insofern vielleicht eine leichte Favoritenrolle. Aber es sind so viele Personalentscheidungen in der Politik gerade zu treffen, dass man da nicht genau weiß, bei welchem Posten jetzt genau wer das Zugriffsrecht hat, ob es mehr bei den Grünen liegt oder bei der FDP jetzt beispielsweise. Deshalb, die Sache ist für mich genuin offen. Benjamin Braun, ja, Wunschkandidat. Ja, bei den Namen würde ich mich zurückhalten. Da könnte ich ja auch nur die gleichen nennen. Vielleicht nur zwei Dinge.
Persönlich würde ich es bevorzugen, wenn es nicht jemand wird, der aus der Finanzindustrie kommt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, eine Frau wäre gut. Ich habe ja vorhin den Stammbaum der Bundesbankpräsidenten gezeigt. Foto der EZB-Mitglieder. Und ich habe auch den EZB-Rat gezeigt. Genau, beide Bilder sprechen da eine sehr starke Sprache. Deutschland könnte doch da mit gutem Beispiel vorangehen und zwei Frauen in den EZB-Rat entsenden. Und vielleicht hilft so ein Wechsel auch dabei, eben Kultur und Image der Bundesbank zu verändern in einer Zeit, in der das doch durchaus wünschenswert wäre. Eine Sache ist ja auch, dass in dem Maße, in dem der Diskurs über Inflation in Zukunft verändert werden muss, weil Inflation eben nicht mehr per se schlecht ist und gestoppt werden muss um jeden Preis, weil eben gewisse Preise steigen und andere nicht und diese Preisveränderungen möglicherweise zum Teil erwünscht sind und zum Teil überhaupt nichts mit der deutschen Volkswirtschaft oder sogar der europäischen zu tun haben, sondern aus Global Commodity Markets kommen und so weiter, ist eine ganz andere Kommunikation über Inflation notwendig, als das in der Bundesbank-Tradition bisher Usus war. Und wie gesagt, mein letztes Slide: Je mehr sich ändert, desto mehr kann vielleicht alles beim Alten bleiben. Und Favorit? Ich habe wirklich überhaupt keine Einsicht. Überhaupt keine. Okay. Köln sind wir viel zu weit weg von Frankfurt. Okay. Vielen Dank. Wobei das mit dem Sprinter nicht so weit ist, aber gedanklich verstehe ich das. Da gibt es eine ganz eigene Frankfurter Welt. Prima. Vielen Dank an Sie beide, Benjamin Braun, Holger Schmieding, dabei zu sein und Ihre Einsichten, Ihre Meinungen zu teilen. Es war sehr spannend. Wir warten jetzt darauf, was die Bundesbank macht, nicht die Bundesbank, die Bundesregierung macht und für wen sie sich entscheidet. Wir haben ja viele Anregungen gegeben, die dazu beitragen können, eine gute Entscheidung zu treffen. Wir bedanken uns auch nochmal bei Transformative Response to the Crisis, dem Projekt, mit dem wir das zusammen gemacht haben heute, unser New Paradigm, New Economy Shortcut, und freuen uns auf die nächsten Sessions. Das Thema wird uns mit Sicherheit weiter begleiten. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank.